Und damit willkommen zu Subnautica. Wir starten direkt rein, fliehen von unserem Hauptschiff. Welches gerade explodiert, scheiße. Hier ist der TÜV-Judge auch schon abgelaufen. Oh Scheiße. Die ganze Scheiße brennt. Lass mich raus! Technikfuchs lieber wieder nicht. Okay, kann ich mich bewegen? Ja, jetzt darf ich mich bewegen. Feuerlöscher nehmen, das hört sich schon mal gut an. So, mit Feuerlöscher benutzen. Okay, ja, mache ich. Aua, ich verbrenne. Hilfe, Schaden. Drücke F8, um Fehler zu melden oder eine Rückmeldung zu geben. Ja, nö, alles gut hier. Würde ich mal sagen. Oder soll ich diese Fehler hier melden? Hä? Hier ist alles kaputt. Was geht jetzt? Starte Notfallmodus, okay. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive. To keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Alles klar, okay. Wir finden alles in der Datenbank. Aufzeichnungen. Ach, das ist das, was sie gerade gesagt hat. Tag 1. Drücke Tab, um die PA zu öffnen oder zu schließen. Gut gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 für den entsprechenden Schnellzugriffsplatz. Ach so, da unten. Ja, okay. Verstehe. Fabrikator benutzen. Leiter benutzen. Okay. Sind wir schon gelandet? Anscheinend schon, ne? Liegt ja nichts mehr drumherum. So, warte mal. Was stand jetzt hier genau? Das ist das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung, das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Also ich weiß nicht immer noch nicht, warum das optimal sein soll, wenn man eine leichte Gehirnerschütterung hat, aber gut. Wahrscheinlich der Bedingung, also hier, geschuldet. So, das wollte ich sagen. Dass ich da doch noch gut davon gekommen bin. Dieser PDA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet, dich auf einer fremden Welt am Leben zu halten. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück. Okay, ja, nochmal willkommen zu Subnautica. Das wird ein Blind Let's Play. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Dementsprechend werde ich mich jetzt hier auch noch ein bisschen mehr umgucken müssen, als vielleicht der ein oder andere, der das Spiel mal gespielt hat. Warnung. Test der Schaltkreise fehlgeschlagen. Sekundärsysteme ausgefallen. Kommunikation ausgefallen. Funktioniert ja gar nichts mehr hier. Notsignalübertragung fehlgeschlagen. Auftriebskörper entfaltet. Das ist schon mal was Gutes. Und Höhlenintegrität ist okay. Aber auch nur okay. Trotzdem ist das alles rot. Soll das alles rot sein? Naja, zeigt zumindest Warnungen an. Solarenergiezellen 1 bis 3 im Betrieb. PC1, PC2, PC3. Da glaube ich, sehe ich jetzt nichts. Frachtbehälter öffnen. Was haben wir denn da? Ach, das ist so ein Vorrat hier. Leuchtfackel. Wegwerfleuchte nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Ja, supi. Fängt ja schon gut an. Gefiltertes Wasser. Was haben wir denn hier? Ist das hier Wasser dann? Das da? Wir haben hier drei Dinger. Das ist vielleicht dann Leben und das ist vielleicht dann Hunger? Nährstoffblock. Nahrung plus 75. Ich würde sagen, das ist immer auf 100 hoch. Also könnte ich so einen Nährstoffblock schon fast nehmen. Mache ich jetzt aber mal nicht. Was ist das? Baupläne. Ui, okay. Das ist ja eine ganze Menge. Wir kennen anscheinend schon recht viele Rezepte. Ich weiß nicht, wie das in diesem Spiel so ist. Ob man da auch noch Sachen irgendwie freischalten kann. Oder ob das vielleicht jetzt auch alles ist. Feldmesser. Okay, das hört sich schon mal alles ganz interessant an. Signale. Rettungskapsel. Was ist das? Okay, man kann es Farbe ändern. Signale. Habe ich das irgendwo? Nö. Das weiß ich jetzt noch nicht so wirklich. Bilder. Maus 4. Genau, das habe ich ja tatsächlich in den Einstellungen schon gesehen. Mit Screenshots machen. Da ich so, okay, vielleicht für Thumbnails oder so. Lege ich mir mal auf die Maus. Ich habe mal ganz kurz die Steuerung soweit angeguckt und habe da was geändert. Aber ansonsten, ich weiß jetzt noch nicht so wirklich was über das Spiel. Datenbank, okay, da sind so ein paar... Ah nee, so schließe ich das nicht. So ein paar Überlebenshinweise oder so. Tutorials. Leiter benutzen. Warte mal, ich möchte noch eben kurz hier gucken. Fabrikator benutzen. Was ist das? Ressourcen.
Grundsteinmaterialien. Titan, Metallschrott, Bauplan anheften. Ach nee, Rechtsklick. Ah, da oben rechts ist es jetzt. Ah ja, okay. Kann ich das dann hier herstellen, wenn ich 4 Titan habe? Nee, gar nicht. Ich stelle 4 Titan her aus Metallschrott. Wahrscheinlich so. Glas aus Quarz. Ah ja, hier stellen wir dann Sachen her. Wasser. Gefiltertes Wasser. Bestandteil unbekannt. Das ist schlecht. Ich brauche auf jeden Fall trinken. Wir haben wohl 2 Wasserflaschen, aber die halten ja für einen Tag vielleicht. Oder 2 Tage. Ich brauche hier unbedingt was zu trinken. Seegleiter, nice. Okay, dann... Ja, das schließt sich anscheinend nicht wieder. Können wir hier noch mehr machen? Medikit-Fabrikator. Medikit nehme ich schon mal. Kann ja nicht schaden. So, ich habe... Okay, erstmal Feuerlöscher wegstecken. Den brauche ich ja wohl jetzt nicht mehr. Okay, kann ich das irgendwie reparieren? Beschädigte Sekundärsysteme Reparaturwerkzeug benutzen. Habe ich eins? Nee, ne? Inventar. Medikit. Oh no! Ich habe draufgeklickt. Okay, ich habe wieder Leben voll. Ich weiß nicht, wie tief das jetzt gerade war, aber ich glaube bei 80 oder so. Ups. Fängt ja schon gut an. Erstmal wild überall draufklicken. Ich dachte, ich könnte irgendwie Informationen drüber bekommen, wenn ich das andrücke. Ja, nice. Sehr schön. Ja, das Spiel ist schon ein Weilchen alt. Okay, ich gehe da mal dran. Gibt's schon seit fast 10 Jahren eigentlich, so im Early Access. Ui, das ist ein Ding. Ui, geil. Okay, das sieht super nice aus. Das ist das Mutterschiff, von dem wir geflohen sind. Das ist schon mal schlecht. Kein Lebenszeichen erkannt, aber ich würde trotzdem sagen, das ist ja wohl in Reichweite, oder? Da kann man doch bestimmt hin. Ui, da ist irgendwas im Wasser. Mich jetzt gerade erstmal um. Ist die Wolke im Wasser? So ein Nebel, der rauskommt. Okay, ich sehe jetzt aber auch keine Landmasse. Ich meine, es heißt auch Subnautica, aber ich dachte, vielleicht gibt es trotzdem ein paar Inseln. Offensichtlich nicht. Rettungskapsel betreten. Okay, wir schwimmen jetzt hier einfach rum. Kann ich jetzt einfach ins Wasser springen? Oder Leiter nutzen? Springen wir rein. Okay, nice. Hol die nasse Füße. Ja, okay, so nass werden sie ja wohl nicht sein durch den Neoprenanzug, oder? Ich habe auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Anzug an. Ich sehe da unten schon eher so flossenartige, ja, Schuhe, wenn man so will. Okay, oh, ich sehe, wir haben unten links Sauerstoff. Ui, minus 3 direkt. Okay, das geht nur so in 3er-Abschnitte runter. Das ist schon mal schlecht. Ich dachte so, okay, hält aber ein bisschen, aber nee. So, was ist das hier alles? Kann man das nehmen? Windegras? Nee, nehmen kann ich hier nichts. Doch, Säurepilz einsammeln. Will ich den einsammeln? Säurepilz hört sich erstmal nicht so gut an. Hab den mal genommen. Säurepilz, ein violetter Pilz, säurehaltiges Fleisch. Aufzeichnungen. Achso, das ist immer das. Ja, okay. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Okay, was, was sollte ich jetzt als erstes denn machen? Ist es... tatsächlich so ein bisschen wie so Minecraft, sage ich mal, wo man einfach in die Welt geschmissen wird. Das ist normalerweise in so Survival-Games nicht unbedingt der Fall. Mittlerweile gibt es immer ja so ein bisschen, wird man in die Hand genommen. Hab ich schon lang, hab mich schon echt dran gewöhnt, aber Metallschrott, geil. Hey, das, daraus konnten wir dieses, was war das, Titan, glaube ich, machen, ne? Das ist ja schon mal etwas. Und ich bin das mittlerweile schon fast gewöhnt, aber finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ui, hier ist was Großes. Schau mal die Oberfläche. Oh Gott, mein Sauerstoff ist ja mal richtig beschissen. Okay, es ist ja ein Survival-Spiel. Ich versuche auch zu überleben. Also so gut es geht. Aber hier ist recht viel Metallschrott wahrscheinlich, oder? Das ist ein recht großes Teil. Ist etwas. Ja, ich habe gar nichts dabei. Ist auf dem Schiff. Kann ich das da mitnehmen? Okay, davon kann ich gar nichts mitnehmen, leider. Okay, die Steuerung ist auch ein bisschen komisch. Signalbojenfragment. Ja, nimm mit, Junge. Cargo JHD34. Huch. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Bin ich, also, es scheint sehr feindlich zu sein und es geht gerade die Sonne unter. Das finde ich gar nicht gut. Ich gucke mich jetzt erstmal hier noch weiter um. Da kann man vielleicht rein. Ach, meine ich doch. Das ist doch Metallschrott, oder? Kann ich doch nicht mitnehmen.
Da kann ich da rein? Nee, öffnet sich leider nichts. Schade. Okay, mir wird das gerade ein bisschen zu dunkel und ich soll was essen. Oha, da ist ein Fisch. Kann ich dich nehmen? Ich brauche Essen. Ja, ich hab ihn. Ist das ein Auge? Alter, voller Glubschi. Okay, pack dich mal weg. Ich gehe jetzt erstmal aufs Schiff. Ja, ich weiß, ist gefährlich. Kann ich auch unten rein? Rettungskapsel betreten, ja. Okay, nice. Okay, das war unser erster Tag hier in Subnautica. Mal gucken, wie es weitergeht. Ressourcen, Grundmaterialien, Titan. Einfach mal herstellen, wa? Okay. Okay, jetzt ist auch hier viel mehr grün. Das heißt also, überall immer, wo es grün ist, kann ich was herstellen. Ich mache mal noch mehr Titan. Ich gehe mal davon aus, dass Metallschrott erstmal grundlegend dafür da ist. Nahrung. Gekochte Nahrung. Gekochter Glubscher. Okay, ich kann mir mein Essen so craften. Dann brauche ich diesen Nahrungsblock vielleicht noch gar nicht nehmen. Okay. Wieso kann ich meinen Tab nicht öffnen? Ich muss das irgendwie schließen. So. Sodass sie sicher für den menschlichen Verzehr sind. Nahrung plus 32, H2O plus 5. Okay. Kann ich das unter Wasser dann essen und ich kriege Luft? Oder wie? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber gut. Proteinreiche Augäpfel, sehr nahrhaft. Boah, ist das widerlich. Egal, ich esse es mal. Ach, nee, H2O, nicht O2. Oh mein Gott, ich Idiot. H2O ist Wasser. Das bringt mir auch Wasser dazu. Das ist natürlich auch praktisch. Ja, das hier, säurehaltiges Fleisch, das würde ich jetzt eher nicht nehmen. Aber ich habe super viel jetzt Titan. Das können wir sonst noch. Persönliches Ausrüstung kann ich craften. Okay, guck mal, dann können wir ja schon mal ein bisschen was craften. Dann brauche ich mehr Titan, um mir alles zu craften. Wir gucken uns das erstmal alles ganz in Ruhe an. Standard-Tauchflasche, komprimiertes Atemluftgemisch. Titan, 3 Stück kostet mir das. Ich denke, meine Tauchflasche kann ja nicht schlecht sein, oder? Haben wir schon eine? Glaub nicht. Ich denke, das wird mein normaler Sauerstoffgehalt sein. Oh ja. Hier, auf 75 erhöht. Wir haben ein neues Rezept freigeschaltet. Sogar noch mehr. Schwimmende Luftpumpe. Oder war das gerade schon da? Aber ich glaube, das haben wir freigeschaltet, ne? Da brauchen wir auch diese Standard-Stauchflasche. Wieso ist denn die rot? Das ist die, die ich gerade hergestellt habe. Oder weil die ausgerüstet ist, zählt die nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir noch Glas und Silbererz. Ja, okay. Das werde ich ja wahrscheinlich noch nicht sofort bekommen. Ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen die Ressource sein, die ich später im Spiel irgendwann bekomme. Und dann können wir weiter upgraden. Schwimmflossen, nice. Silikongummi brauchen wir dafür. Wandelt vertikale Bewegung in der... was? Vertikale Bewegung der Gliedmaßen unter Wasser in Vorwärtsschub um. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit um circa 15%. Circa 15%, okay. Medikit. Feuerlöscher haben wir schon, brauchen wir nicht. Leitung. Ein Leitungssystem kann in Verbindung mit einer funktionsfähigen Pumpe zum Transport von Atemluft verwendet werden. Ja. Also mit dem Ding, schwimmende Luftpumpe. Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitung pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Okay, verstehe. Das Ding schwimmt dann wahrscheinlich oben an der Oberfläche und wir haben dann diese Leitungen. Ich weiß jetzt nicht, wie tief 5 ist. Oder wie weit wir mit 5 Dingern kommen, wie weit dieser Schlauch dann geht. Aber damit kommen wir wahrscheinlich dann so richtig tief ins Getümmel. Aber gibt es dann hier auch irgendwie was wie Druck? Also, dass wenn ich tiefer schwimme, halt, keine Ahnung, unter dem Druck irgendwann zusammenbreche? Keine Ahnung, Geräte. Seegleiter, mobile Fahrzeugstation. Das hört sich interessant an. Und ein wasserdichter Behälter. Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Das ist wahrscheinlich so eine Art Truhe, ne? Um Sachen zu lagern. Das, was wir jetzt hier drin schon haben. So, ich würde hier aber gerne noch ein bisschen mehr craften. Schwimmflossen, Medikit, aber das kann ich alles nicht. Werkzeuge, das ist auch interessant. Scanner. Reparaturwerkzeug, das brauchen wir, um das hier zu reparieren. Dafür brauche ich aber Silikon, Gummi, Höhlenschwefel. Ja, okay, das hört sich alles... Obwohl, Höhlenschwefel wird wahrscheinlich in einfach einer Höhle sein. Vielleicht könnte ich das sogar noch bekommen. Dieses Silikon-Gummi, das war irgendwo hier auch zu sehen. Das hier. Schlingpflanzen-Samenbüschel.
Hört sich ja erstmal gefährlich an. Okay. Was war da noch? Werkzeuge? Scanner. Spektroskop-Scanner zum Ermitteln von Technologiebauplänen und Daten über lebende Organismen. Okay, Batterie. Können wir schon eine Batterie craften? Elektronik. Kupferdraht, Batterie, ja. Säurepilz, guck mal, den haben wir schon. Kupfererz. Das bräuchten wir dann noch. Muss ich gucken, wo ich Kupfererz bekomme. Okay, ich blende, Bauplan, also mache ich mir einfach mal dran hier. Kabelsatz aus Silbererz und Computership. Mehrzweck-CPU, Tischkorallenprobe, Gold und Kupferdraht. Okay, das hört sich nochmal wieder krasser an. Das ist wahrscheinlich eher so für ganz viel später. Aber Kupferdrähte kriege ich hin. Aus Kupfererz. Das wird ja wahrscheinlich schon was sein, was ich bald machen kann. Würde ich mal schätzen. Also ich würde sagen, diesen Scanner würde ich als nächstes machen wollen. Oder das Reparaturwerkzeug wird wahrscheinlich noch schwieriger. Oh, Taschenlampe. Fände ich auch nicht schlecht. Dafür brauchen wir aber Glas. Und eine Batterie. Feldmesser. Multifunktional. Okay, auch interessant. Leuchtfackeln. Die haben wir schon. Konstruktionswerkzeug. Konstruiere Basismodule und Vorrichtungen aus Rohmaterialien. Dafür brauchen wir diesen Computerchip. Ein Kabelsatz. Das habe ich nirgendwo gesehen. Und eine Batterie. Okay, das ist auch interessant. Dann können wir unsere Base bauen. Habe ich zumindest schon mal Bilder von gesehen. Direkt auf Steam. Dass man sich hier auch eine Base bauen kann unter Wasser. Was ich sehr geil finde. Ich stehe auf Basebau. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder raus und sammeln weiter Materialien. Ich denke, darum geht es jetzt auch erstmal bei mir. Ui. Hallo, Fischis. Da ist eine Höhle. Guck mal, ob wir Höhlenschwefel finden. Aber ich brauche auch Kupfererz erstmal, ne? Das ist eigentlich meine Priorität. Aber Höhlenschwefel habe ich auch irgendwo gesehen, was wichtig war. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Was ist das? Was ist hier Höhlenschwefel? Kann ich vielleicht nicht abbauen. Da knuckst was. Ich habe Angst vor den Tieren, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die gefährlich sind. Die sehen irgendwie aggressiv aus. Was ist das hier? Ist das Quarz? Quarz. Okay, damit können wir schon mal Glas machen. Dann können wir eine Taschenlampe machen. Oh, ich habe ja viel mehr Sauerstoff. Wollte gerade sagen, ich muss aber erstmal wieder Sauerstoff holen. Brauche ich aber noch gar nicht. Was ist das da? Ein Stein. Kann ich den Stein mitnehmen? Kalksteinaufschluss zerbrechen. Ah, nice. Shit, ich konnte jetzt nicht ganz genau zuhören. Ich habe mich dann kurz so ablenken lassen, weil mein Sauerstoff runterging. Ich bin nicht so entspannt, wenn ich da unter Wasser bin und mit dem Sauerstoff. Was ist das denn hier? Erhöhte Strahlungswerte in der Umgehung festgestellt. Die Tendenz entspricht dem Schaden am Antriebskern der Aurora, der beim Absturz auf dem Planeten stand. Okay. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Deine Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich gerade erhöht zu unwahrscheinlich, aber möglich. Oh, wie nett. Fein. Ist noch unwahrscheinlich, dass ich hier überlebe. Mal schauen. Vor allem, ich möchte ja hier nicht überleben. Ich möchte ja weg. Ich möchte nach Hause. Ich möchte dich... Oh, komm, Fisch. Warum kann ich den denn nicht nehmen? Okay. Interessant. Dass es da auch noch Unterschiede gibt. Den anderen konnte ich einfach so nehmen. Quarz, Quarz, Quarz. Da ist nochmal so ein Stein. Da kriege ich nochmal Kupfer. Okay, dann können wir tatsächlich gleich schon ein paar mehr Sachen craften. Aber ich brauche noch diese Säurepilze. Zumindest so ein paar davon. Wo hatten wir die denn? Hätte sofort ein paar mehr mitnehmen sollen, ne? Ah, da hinten. Okay, es gibt genug. Ich dachte gerade schon, okay, war eine seltene Ressource und ich habe die nicht mitgenommen. Hier ist noch Metallschrott. Gleich so eine ganze Tür ins Inventar packen. Ui, das sieht ja interessant aus. Ach, das ist auch nur so ein Pilz. Eine Tischkoralle. Okay, interessant. So, ich nehme ein paar mal mit. Die sind aber hier überall. Überall bei meiner Base. Ob ich das Ding auch irgendwann bewegen... Ach so, ah, guck mal hier. Ob ich das irgendwann bewegen kann, wollte ich sagen. Und da sieht man, dass in 3D hat das Zeichen. Das, was ich hier bei Signalmanager hatte. Ah ja, und dann wird das hier andere Farbe. Ich mach das mal orange. Das sieht man vielleicht ein bisschen mehr als das Blau im Wasser. Okay. Warum ist das hier... angemarkert gewesen. Wandspind, nice. Fabrikator, okay. Aquarium, cool. Kann ich dann auch Fische reinpacken? Fallen lassen, Metallschrott. Ja, okay, 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 okay. Ist cool. Gefällt mir.
Habe tatsächlich noch ein bisschen Schiss davor, was dann später so kommt, wenn man irgendwie tiefer tauchen soll und da auch irgendwie gefährliche Monster sind. So, wir machen Glas mal. Und erstmal alles, was wir so können. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie das Spiel sich so entwickelt. Ob ich irgendwann sage, ja, ich mach mal einen Cut oder sowas und mache was offscreen. Vielleicht sowas wie Sammeln von Materialien. Aber das muss ich erstmal so ein bisschen herausfinden. Oh, aber wir können einen Titanbarren aus 10 Titanen machen. Wäre ich ja schon gewillt, um einfach nur zu gucken, ob wir daraus irgendwas Geiles craften können. Aber vielleicht mache ich es immer noch nicht. Batterie crafte ich aber auf jeden Fall. Bauplan verfügbar. Energiezelle. Und wo? Hier? Energiezelle, das hätte ich. Okay, eine Energiezelle aus 2 Batterien und Silikongummi. Wir hatten ja irgendwo so einen Kabelsatz oder sowas. Ich denke mal, sowas schalten wir dann frei, wenn wir erstmal mit Kupferdrähten anfangen, dass wir dann auch das freischalten für den Kabelsatz. Ausrüstung, nein, Werkzeuge, den Scanner oder die Taschenlampe. Erstmal erst den Scanner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Okay, dann können wir Sachen scannen. Davon noch nichts anscheinend. Aber auch biologische Sachen, wie sie gesagt hat. Also auch die Fische wahrscheinlich und die Pflanzenwelt. Habe ich so wenig Glas gehabt? Also Quarz. Nur 3 Stück habe ich aufgesammelt, das wirkte irgendwie mehr. Aber okay, dann gehe ich wieder rein. Fischi? Ich kann den auch nicht scannen. Oder muss ich näher ran? Glubscher, da. Da ist echt Glubscher. Ich habe hier schon Glubschi genannt. Komm mal her, Junge. Okay, das ist schwierig. Aus Aim. Aim, was ich nicht besitze. Oh, ich habe es geschafft. Okay, keine Ahnung. Einheimische Lebensform Glubscher. Okay, ich gehe mal ganz kurz nach oben. Dann gucken wir uns das mal an, den Dateneintrag. Baupläne. Schon wieder irgendwas Neues. Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Hier, das ist... Ah ja, okay. Ah ja, und da kann ich das auch einfach so machen. Den Kabelsatz, den meine ich. So, Daten ein... Ne, Aufzeichnung? Ne, ist wirklich das da. Einheimische Lebensform, Tiere, Pflanzenfresser, klein. Ach du Scheiße. Okay, das ist sehr kategorisiert. Glubscher. Uiuiuiui, da gibt es ja super viel Text. Ich guck mal erstmal, ob das irgendwie interessant ist. Ein schneller Beutefisch, der in seichten Gewässern vorkommt und reich ist an Proteinen. Ausgeprägte seitliche liegende Augen. In der Lage, Farben nicht nur in seichten Gewässern, sondern in einer Vielzahl von Lichtverhältnissen zu unterscheiden. Er kann auch seine Augenlider schließen, sodass kein Licht von außen von den Linsen reflektiert wird und der Glubscher für Raubtiere bei Nacht fast unsichtbar wird. Ah, interessant. Okay, ist zumindest interessant. Das bringt mir, glaube ich, jetzt erstmal noch nichts. Aber das ist so, dass ich ihn nachts im Wasser auf jeden Fall nicht finden werde. Oh, ich habe kaum noch Essen und Trinken. Darum müssen wir uns kümmern. Wie kriege ich Wasser? Schnabel. Wird wahrscheinlich verwendet, um... Nee, gar nicht. Wir waren hier. Kräftige Flossen. Diese Art hat kräftige Flossen entwickelt, die eine starke Beschleunigung im ruhigen Wasser ermöglichen. Habe ich gerade gemerkt. Der ist gut abgehauen. Und die Fähigkeit, Meter hoch in die Luft zu springen, um Verfolger zu entkommen. Cool. Schnabel wird wahrscheinlich verwendet, um Korallen und zähe Vegetation abzuweiden. Eine ungewöhnliche große Nasenhöhle dient keinem klaren Zweck und scheint speziell dafür entwickelt zu sein, ein ganz bestimmtes Enzym wahrzunehmen. Nichts, was bisher auf dem Planeten entdeckt wurde, produziert einen passenden Geruch. Okay, werden wir wahrscheinlich noch finden, oder? Ausstoßröhren. Die Röhren am Leib des Glubschers sind direkt mit dem Magen und den Knien verbunden und scheinen so aufgebaut zu sein, dass sie deren Inhalt bei Bedarf ausstoßen. Zweck unklar. Vielleicht finden wir das auch noch heraus. Während der Glubscher gut an einem Leben in seichten Gewässern angepasst ist, dienen eine Reihe Merkmale keinen erkennbaren Zweck. Er kann scheinbar genauso gut in tieferen Gewässern überleben und ist etwas intelligenter als die durchschnittlichen kleineren Pflanzenfresser. Beurteilung essbar. Hoher Kaloriengehalt, das ist schon mal gut. Weitere Untersuchungen erforderlich. Und wie? Habe ich dann später noch irgendwie ein Messlabor?
Ich muss mir jetzt erstmal was zu trinken holen. Oder kann ich einfach vielleicht nochmal die Fische essen? Welchen hatten wir denn? Den Glubscher hatten wir ja, ne, gegessen. Würde ich mir nochmal fangen wollen. Und der ist so schnell. Was ist das da? Bumerang. Komm her. Hab ihn zumindest gefangen und auch gescannt. Ich möchte gerne noch ein paar mehr Fische mitnehmen. Auch gerne so Glubscher. Ich weiß natürlich nicht, ob der Bumerang genauso auch dieses H2O drin hat. Dass ich auch dadurch Wasser bekomme. Oh, juiuiui. Was heißt das denn? Wieder ein neuer Fisch. Alter, wie viele Fische es gibt. Ich den Flupschi hier? Nee. Weiß ich noch nicht so richtig, wie ich da rangehen muss. Wo ist mein Ding? Schiff? Achso, da oben. Gehen wir erstmal rein und braten zumindest den einen Fisch, den ich habe. Und gucken mal, ob der mir zumindest ein bisschen Wasser bringt. Und ansonsten steht jetzt hier nicht so wirklich bei. Wir werden sehen. Ansonsten nehme ich eine Wasserflasche mal. So. Dann das hier. Bumerang. Gezackte Zähne. Ein Hinweis auf eine Anpassung zum Zermahlen von Korallen, die anderen Pflanzenfresser nicht verwerten können. Okay. Weiß noch nicht, ob das alles so interessant ist, ob ich mir jeden einzelnen Fisch durchlesen sollte. Ungewöhnlicherweise. Okay, wir sollten erst was essen. Ach nee, ich muss das hier machen. Ja, H2O plus 3 zumindest. Ja, aber das ist nicht so viel. Ich nehme tatsächlich jetzt mal eine Wasserflasche von hier. Ui, das ist ja gar nichts. Okay, ich brauche mehr Glubscher anscheinend. Oder eine andere Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Aber wir haben hier noch nichts. Oder Chlorbleiche. Ja, sowas habe ich halt nicht. Pögelte Nahrung. Das ist schlecht. Ich brauche dringend Wasser, ansonsten bin ich bald tot. Aber erstmal lesen, ne? Ist wichtig. So, Zwillingsflossen. Ungewöhnlicherweise sind die zwei Flossen dieser Art eine knorpelartige Verlängerung des Skeletts. Sind weniger anfällig für Schäden und bieten einen besseren Vortrieb. Wachsen aber nicht so leicht nach. Okay, krass. Die leuchtenden blauen Spitzen sind tatsächlich die Enden eines Verdauungstraktes, wo die Lumineszenz der Korallen, die er frisst, am stärksten konzentriert ist. Der Bumerang ist tagsüber am aktivsten und neigt bei Annäherung zur Flucht. In der Nacht kann er leichter beobachtet werden, wenn seine Lumineszenz ihn verrät und er den Schutz des Meeresbodens sucht. Beurteilung essbar. Okay, Gott sei Dank. Steht das hier auch? Ah ja, genau, essbar. Okay, gut. Ich habe die erstmal gegessen und dann die Beurteilung gelesen. Finde ich schon mal sehr gut. Es wirkt schon wieder so, als würde es Nacht werden. Kann ich auch die Pflanzen hier scannen? Ja. Säurepilz. Uiuiui. Okay, das ist immer recht viel hier zu lesen. Eine einfache sporentragende Pilzart. Der Fruchtkörper enthält eine stark säurehaltige Verbindung, die ins Wasser übergeht, wenn die Außenhaut verletzt wird. Es ist nicht klar, welche Fressfeinde derart extreme Gegenmaßnahmen notwendig machten, aber die Anzahl der an Säurepilzen lässt darauf schließen, dass die meisten erfolgreich abgeschreckt haben. Okay, also dürfen wir davon ausgehen, dass da, wo die Säurepilze sind, keine gefährlichen Tiere sind? Vielleicht? Wertung nicht essbar. Die Säure findet Anwendung in der Herstellung von Batterien. Ich dachte schon so Batterien? Was? Was ist denn das? Ja, lesen. Muss gekonnt sein. Ist das hier? Kann ich euch auch scannen, ihr kleinen Minifische? Das sind ganz kleine Boomeringe. Oh. Uiuiui, ich muss das echt im Auge behalten. Ui, da ist ein anderer Fisch. Mann, hab ich ihn wieder nicht bekommen. Ja, da war ein anderer Fisch. Ich hab den aber... Den da? Ist der da? Ja, tatsächlich. Oh, das ist ja super schnell. Stielauge. Hab ich. Hab den bekommen. Oh, der sieht ja lustig aus. Die haben alle so große Augen hier. Sieht ein bisschen aus wie so eine Schnecke. Und nur unter Wasser halt. Kann ich den auch fangen? Kaninchenrochen. Ach, den hatte ich noch gar nicht gescannt. Der ist abgehauen, wa? Nein, wir hatten dich fast. Der lockt mich voll raus. Oh, der kann nicht mehr. Aber ich kann ihn nicht fangen. Der ist anscheinend zu groß. Ui! Oh, da ist so ein Walross. Warte, ich hole nochmal Luft, bevor wir da runtergehen. Okay, die sind vielleicht schon gefährlicher. Okay, das Scan macht schon mal Spaß. Von den ganzen Lebensarten, die es hier gibt. Ist momentan nur sehr, sehr viel Overwhelming.
Okay, kann ich euch irgendwie scannen? Ja, Säurekapseln, Manati. Hier sind Säurekapseln. Oh Gott. Mach scannen, mach schnell, mach schnell. Okay, das sieht so ein bisschen schwefelartig aus. Oh Gott, da unten ist noch einer. Der sieht aber schon gefährlich aus. Quantenexplosion? Gar nicht gut. Okay, es wird Nacht. Oh, wie schön das alles leuchtet. Ui, das ist echt toll. Sieht mega aus. Das kann ich auch scannen. Windegras. Das können wir aber noch nicht mitnehmen. Wir haben da... Brauchen wir wahrscheinlich ein Messer für, wa? Um das abzuschneiden. Ja, ich gehe schon. Wir brauchen Wasser. Ich brauche eine Möglichkeit, irgendwie an Wasser zu kommen. Säurepilz. Pflanzenfässer groß. Stielauge. Okay. Gucken wir erstmal da kurz rein. Ein langsam und neugieriger Pflanzenfresser, dessen Tarnfarben ein Anzeichen für ein bevorzugtes Fluchtverhalten in Richtung Meeresboden sind. Die Stielaugen, wahrscheinlich nützlich für den, für die Beobachtung von Feinden aus dem eigenen Korallenversteck heraus. Interessant. Verhalten. Das Stielauge ist tagsüber aktiver, aber immer langsam und gutmütig. Daher hängt sein Überleben von seiner Tarnfarben ab und davon, dass der Räuber anderswo eine reichhaltige Mahlzeit bekommen können. Beurteilung wieder essbar. Alles klar, können wir wieder kochen. Säurekapsel-Manati, der ist interessant. Ein behäbiges Tier und einer der größten Pflanzenfresser auf dem Planeten. Woher wissen wir sowas? Das frage ich mich. Dafür möchte gern Räuber eine beträchtliche Mahlzeit darstellen, verteidigt der Säurekapsel-Manati sein Revier, indem er Kapsel mit einem giftigen, ätzenden Wehrsekret ins Wasser abgibt. Ja, davon haben wir schon was mitbekommen. Also, das hat er gerade schon abgesondert. Also diese grünen Punkte, die dann explodiert sind. Das sogar synthetische Fasern zersetzen kann. Gefährlich. Filtersystem. Eine dicke, widerstandsfähige Haut und mehrfache Kiemanlagen scheinen diese Tierart unempfindlich gegenüber den giftigen Säurewolken zu machen, die sie produzieren. Okay, Algendrüse, ein knolliger, sackartiger Vorsatz. Am Hinterteil in seinem Inneren wachsen leuchtende gelben Algen, die das Giftsekret produzieren. Durch Anspannung der Bauchmuskeln gibt die Algendrüse das Wehrsekret in das umgebende Wasser ab. Das ist ja super geil, gut geschrieben und ausgedacht. Finde ich nice. Große Bauchflossen ermöglichen kraftvolle Bewegungen im Wasser beim Umherziehen in kleinere Herden. Das Verhalten. Säurekapsel-Manatis scheinen von Natur aus gesellig zu sein und nutzen möglicherweise ihre Absonderung in ihren Paarungsritualen. Mit ihren weit hörbaren Rufen zeigen sie wahrscheinlich Gefahren in der Nähe. Was? Zeigen sie wahrscheinlich Gefahren in der Nähe oder Nahrungsquellen an? Okay. Beurteilung mit Vorsicht nähren. Die Säurekapseln können eingesammelt werden und weiterverwertet werden. Das ist sehr interessant. Ich brauche aber Wasser. Wir haben immer noch keine Ahnung wie. Machen wir jetzt erstmal den hier. Zumindest H2O5. Was hat sie gesagt? Das ist hier das mit dem Quantenexplosion, das Teil. Die Aurora kann irgendwann explodieren. Wenn man an synthetischer Nahrung gewöhnt ist, ist es ganz normal, dass man davon abgeschreckt wird, den Kadaver eines Tieres zu essen. Ja, das stimmt. Bedecke, dass Menschen auf diese Weise jahrtausendlang überlebt haben. Du kannst das auch. Ja, das ist ja nett. Spricht mir auf jeden Fall Mut zu. Wir haben schon Tag 3. Uiuiui, das geht hier auf jeden Fall Schlag um Schlag. Aber ich habe halt noch kein Wasser. Ich nehme jetzt noch diese Wasserflasche. Das ist die letzte. Aber wir können die ruhig nehmen. Wir müssen unbedingt eine Möglichkeit haben, Wasser zu bekommen. Aber ich weiß überhaupt nicht welche. Oder ich muss es echt über die Fische erstmal machen. Was echt heftig wird, weil... Blasenfisch... Blasenfisch einsammeln. Okay, ja, wir gucken uns den auch erstmal an. Was der kann. Blasenfisch. Dieser ungewöhnliche Pflanzenfresser erscheint größtenteils wehrlos und zeigt wenig Ähnlichkeit mit anderen Tieren in seiner Umgebung. Semiper. Was? Semiperm.
Meable Blase. Was heißt das denn? Der Blasenfisch kann Luft und Meerwasser durch seine einzigartige Membran, die seine Wirbelsäule wie eine Blase umgibt, in sein Körperinneres filtern. So kann er dabei organische Partikel auffangen und verzehren, sowie einen Auftrieb regulieren. Seinen Auftrieb regulieren. Kann schon wieder nicht lesen. Am Ende öffnen offene Gefäßröhren. Wir können angewandt und zusammengezogen werden, um Wasser auszustoßen und eine geringe gerichtete Beschleunigung zu erreichen. Also wie so ein Düsenantrieb. Er ist reichlich unbeirrt gegenüber Gefahren und praktisch unbeweglich bei Nacht. Ah, deswegen konnten wir so gut fangen. Daher ist sein einziger festgestellter Verteilungsmechanismus, dass sein Körper fast vollständig aus Wasser, Luft und Knorpel aufgebaut ist. Heißt das, der gibt mir mehr Wasser? Beurteilung essbar. Beim Verzehr kann eine Tauchflasche mit dem Sauerstoff aus der Blase gefüllt werden, weil der so viel Luft drin hat. Die Membran kann als natürlicher Wasserfilter verwendet werden. Ui. Ui. Okay, Moment. Bin ich mal gespannt. Wasser? Ah. Ich wollte den gerade schon kochen. Aber da mache ich das lieber über Wasser. Dann mache ich das. Nice. Okay, wir haben das Wasserproblem jetzt vielleicht auch gelöst. Ich brauche diese Blasenfische dafür. Interessant. Wir haben tatsächlich einfach eine Flasche Wasser daraus hergestellt. Oder damit gefüllt. Okay, wir brauchen davon viel mehr. Ich brauche viel mehr Wasser, Leute. Uiuiui, das kann ja was werden.